Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sleeping Dogs. Ja, ich habe gerade noch meinen Timer gestellt, sorry Leute. Und ja, jetzt geht's auch direkt weiter, wir sind hier stehen geblieben in der Kung-Fu-Schule. Und greifen Sie jeden Schüler mit einem Richtungsschlag an, okay? Mit einem Richtungsschlag, okay. Was heißt das? LT? Okay, hier lernen wir gerade auch noch was. So, können wir mit LT irgendwie anvisieren. Okay, wir bewegen sie, drücken sie X, während sie jemanden anvisiert haben. Okay, X. Mal gerade gucken, ja, das ist doch das. Ja, die jucken das ja gar. Bewegen Sie sich, bloß drücken Sie X, während Sie jemanden anvisiert haben, um in verschiedene Richtungen zu schlagen. Das bringt bei dem einfach gar nichts. Den juckt das nicht. Sweepkick, okay. Okay. Okay, ich muss... Okay, ich muss einmal kurz antippen und dann direkt gedrückt halten, okay. Ah, okay. Das muss man erst wirklich reinkriegen mit der Zeit. Wie der immer wieder aufsteht, das finde ich voll geil. Okay, wir müssen es einmal kurz antippen und dann direkt durchziehen. Komm, okay. Okay. Der denkt auch, er wäre irgendwas Besonderes. Aber die kann man hier nicht greifen. Was ist das für eine Scheiße? Draußen kann ich die mal greifen, aber hier kann ich die gerade überhaupt nicht greifen. Ich hänge gerade. What the fuck? Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student, corrupted by the Chinese. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. Okay, also alle anderen wurden gestohlen. Wir müssen die wahrscheinlich alle zurückholen, gehe ich mir jetzt stark von aus. Okay, die called uns garantiert. Okay, sehr geil. Okay, erhalten eine Belohnung. Sweepkick. Am Mann, das Telefonnummer, Trainingsklamotten und biografische Notizen. Wei Shan, okay. Was können wir hier noch machen? Ah.
Okay, wir können hier die Jade-Statue zurückbringen. Aber die müssen wir erst suchen wahrscheinlich, ne? Die sind irgendwo und die müssen wir suchen. Ach, wir haben die schon gesammelt zwischendurch zum Teil. Okay, wir haben schon ein paar Stück gesammelt wahrscheinlich über die Zeit. Wir werden uns die alle wiederholen. Ich glaube, ein paar habe ich sogar noch dabei, oder? Ah, geil. Ich kenne was eines, was ich lernen will. Okay, Angriffsschlag oder Power Knee Attack. Machen wir mal das hier. Sind Sie sicher? Ja. Geil. Ah, X, X und X, dann haben wir es, okay? Scheiße, okay. Einmal zack, zack und dann bam. Ne, wir müssen zack, zack, zack. Okay, zack, zack. Na, nee, das nicht. Zack, zack, zack. Okay. Ah, Mann, ey, das ist immer schwierig mit dem X. Das ist schwierig, aber es ist geil. Komm. X, 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 X. Das muss nämlich alles perfekt timen. Das ist das Problem daran, die muss man so perfekt timen. Deswegen nutze ich so eine Scheiße auch nie im Kampf dann wirklich. Weil die wirklich extrem schwer zu timen sind. Wie der einfach aufsteht, obwohl ich ihn hier richtig bearbeite. Ach, komm jetzt. Ich muss das direkt drücken. Das heißt, zack. Ah, ja, komm. Ah, jetzt, okay. Ach komm, ey, wie der sich immer hinstellt wieder. Ah, ich muss es direkt beim dritten Mal. Also eins, zwei. Ah. Okay, ich muss es. Okay, jetzt. Uns wird hier gar kein Life abgezogen bei dem hier. Ja, bitte aufhören, weil das ist zu hart. Es ist so G-hart. Also ich sitze hier wie ein Krüppel. Oh. Nein, nicht gegen meine Softbox treten, aber ich muss mal ein bisschen meine Beine hier ausstrecken. Oh. So, Power Knee Attack. Okay, geil. Und ja, was machen wir jetzt? Können wir hier noch was abgeben? Dümm, wahrscheinlich nicht. Einfach nur einen Kampf können wir machen. Reden Sie mit einem der Schläger, um das Training zu starten. Ich will aber kein Training starten, ich gehe lieber raus. Tschüss. Ja, Training ist mir ein bisschen zu langweilig. So. Und bam. Und jetzt suchen wir uns erstmal was aus, was wir machen. Bam, boom, klappt. Da haben wir noch irgendwas zu tun, oder? Popstar, Beweise gegen Popstar besorgen, okay. Haben wir hier oben, ne? Jo, machen wir mal. Machen wir mal. Ah, scheiße, ich muss drehen. Drehen, komm. Dauert auch nur maximal 2 Jahre gerade. Dass wir erst nochmal irgendwas anderes reinfahren. Okay, läuft aber trotzdem jetzt. Geil. Abbiegen. Ja, immer zu schnell. Alter, warum stehen die hier so eng? Läuft bei denen. Und Vollgas. Juhu. Aber nicht gegen einen Truck fahren. Taxi. Nein.
Scheiße. Ich fahre echt wie eine gesenkte Sau hier und richtig scheiße teilweise. Aber, ja gut. Ist ja jetzt auch nur erst die 8. oder 9. Folge, was weiß ich gerade. Aha, nein, nein, nein. Und zack, wir sind da. Und ja, was sollen wir hier noch großartig machen? Bestimmt haben wir jetzt wieder hier Schläger, die irgendwas wollen. Warten Sie hier im Hühnerlaster auf Popstar. Okay, ist immer noch auf freiem Fuß. Ach nee, Popstar an sich haben sie nicht festgenommen. Die haben nur, dem seinen Lieferanten festgenommen, genau. Und wir dürfen ja gar nicht festnehmen, weil ansonsten könnte ja unsere Dings auffliegen. Da ist unser Popstar vorne drin. Und ich muss mit dem Hühnerwagen hinterher fahren. Läuft. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln, um unentdeckt zu bleiben. Okay, wir lassen uns echt ja gerade gechillt Zeit und fahren dem ganz gechillt hinterher. Um hier ja kein Misstrauen hervorzurufen. Okay, wir haben gerade ein bisschen was kassiert, weil wir hier ein bisschen gesenkte Saumäßig fahren. Aber es sinkt auch immer wieder. Okay, das ist gut. Wenn es immer wieder sinkt, ist ganz gut. Aber ist es nicht ein bisschen auffällig? Ich meine, so ein Hühnertransporter ist ja schon übertrieben auffällig. Und dann ihm die ganze Zeit hinterherfahren, auch wenn wir Abstand halten und sowas, ist es doch trotzdem. Und auch wenn wir uns an die Verkehrsregeln halten, das ist doch trotzdem extremst auffällig. Also wieder immer hinten Federn rausfliegen. Misstrauenslevel gerade einfach mal so zur Hälfte hochgegangen. Okay, wo trifft er sich hier? Das ist jetzt die Frage. Wir halten mit unserem Hühnertransporter hinten dran. Okay. Müssen jetzt hier hoch anscheinend. Ja, komm. Klettern Sie auf das Dach. Jo. Gehen Sie zu der niedrigen Mauer und drücken Sie LB, okay? LB. Achso, da. Okay. Oh, fucking Gott. Wir sollen die Dino überwachen, statt da gerade, hoffe ich. Ich habe gerade nicht drauf geachtet in dem Moment. Fotografieren Sie die Popstar mit dem Lieferanten, okay? Kamera SLT, okay? LT. Halten Sie LT um den Fotomodus, okay? Wir sollen LT halten. Foto machen ist RT. Heranzoomen. Und direkt hochladen. Geil. Und was passiert jetzt? Jetzt kommen unsere Kollegen wahrscheinlich. Oder? Müssen ihn auch noch in Flagranti fotografieren. Ach, das ist nervig. Ja, okay. Aber ist trotzdem gerade voll nervig, weil wir müssen hier... Okay, wir haben ihn nicht in Flagranti erwischt, das ist scheiße. Ja, komm. Ach, LT. Warten, bis der Deal über die Bühne geht. Bisschen heranzoomen. RT. Jetzt müssen wir mal gerade eins machen, wenn sie am Dealen sind. Okay. Fotos machen ist total spannend.
Ja, sieht man noch, wie wir im Hintergrund runterspringen. Ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Oh, Alter, geiles Foto. Warten Sie, bis der Deal abgeschlossen ist. Okay. Warten, warten. Sollen wir dann zugreifen? Alleine oder was? Da stehen noch nur 3, 4, 5, 6 plus noch ein paar andere, die ich vorher gesehen habe. Warten Sie, bis Popstar-Leute zu den Docks aufbrechen. Wir sollen dem folgen. Ja, fällt gar nicht auf wahrscheinlich. Was sollen wir jetzt machen? Oh Gott, das ist disgusting. Oh shit. Auf das Dach des Bootes sollen wir klettern? Ja, komm. Hör mal auf, wie so ein Krüppel rumzumachen. Alter. Erstmal hier so eine scheiß Statue mitnehmen. Zack. Warten Sie, bis der Deal abgeschlossen ist. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Ah, können wir gerade nicht machen. Können wir nur machen, wenn es gesagt wird, Fotos. Sorry, dass ich gerade ins Mikro gekommen bin. Okay, das war, glaube ich, im letzten Moment, als er gerade umgefallen ist. Rufen Sie Tang an. Komm hier, raus. Auf geht's. Ich soll wieder in meinen scheiß Hühnerlaster steigen und abhauen. Okay. Alter, ohne Scheiß, warum haben wir jetzt auf einmal Cops am Hals? Was soll die Scheiße? Ehrlich, ey, was soll die Scheiße? Vor allem diese mit einem Motorrad hinter uns her, wir haben diesen schwulen Hühnertransporter. Wenn wir die abhängen, dann sind die echt richtig scheiße, die Cops. Ah, hängen wir natürlich nicht ab, das geht gar nicht. Ja, ich hab Zeit. Juckt mich nicht, weißt du?
Komm, auf geht's. Ha! Immer diese paar Millimeter, wo ich nicht aus dem Gebiet rauskomme. Was ich muss. Okay, wir haben sie weg. Geil. Okay, wir sollen den Hühnerlasser zur Undercover-Zentrale fahren. Okay, geil. Auf geht's. Komm, nix links. Boah, Alter, schon wieder hier. Action, Action, Rain. Das machen wir gerade noch in der Folge. Und dann machst du es aber auch schon von der Folge, wenn dann die Action nicht mal vorbei ist. Wenn nicht nochmal jetzt Cops kommen. Weil wir irgendwelche Sachen hier vandalistisch zerstören. Oder irgendwelche Leute umfahren. Das juckt die auch überhaupt gar nicht. Echt, kriegst du das? Also nicht. Boah, Alter. Nein, das hier ist echt. So, in GTA bekommst du dafür so eine Scheiße. So scheiß Strafpunkte und richtig viel. Du hast, einfach direkt die Cops am Arsch und hier nicht. Was aber ganz geil ist, wenn du hier nicht direkt wegen jedem Scheiß die Cops am Arsch hast. Und die Cops können ruhig auch mal... Boah, wenn es nach mir geht, ein Tick dümmer sein. Dann ist das auch in Ordnung. So. Boah, ich glaube, ich muss mir mal gleich was anderes anziehen. Weil ich schwitze hier ohne Ende. Ist ja gerade die vierte Folge, glaube ich, die ich gerade aufnehme. Wenn ich richtig informiert bin. Ah, scheiße, in diesem Parkhaus. Ich muss eins weiter. Ja. Am heutigen Tage. In die Garage reinfahren. Zack. Huh, haben wir das geschafft? Und da ist auch. Okay, Fall abgeschlossen, Kopferfahrung, bla bla bla. Wir haben auch einen Xbox-Erfolg freigeschaltet, und zwar Verbrechensbekämpfer. Und damit würde ich sagen, war es das von dieser Folge mit 2 Minuten Überzug. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.